Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Night of the Dead. Wir sind hierher gefahren, um ein Buch zu holen, welches uns helfen soll, dass wir die Railgun dann irgendwann mal beladen können mit Munition. Und Öha! Na, ihr netten Brüder, habe ich euch bei irgendwas Intimen gestört? Es tut mir leid. Komm her. Komm her, habe ich gesagt. Ausgerutscht. Okay, so. Ich hoffe jetzt mal, dass wir das Buch hier drinnen finden werden. Und ich denke schon. Hui. Nee, nee, zuhauen lasse ich dich nicht. Ja. Eingefroren. Oh. Ich weiß, also die Machete bringt nicht sehr viel, aber ich habe fast keine Muni und von daher. Oh, schaut aber nicht sehr nach Buch aus. Aber wir haben viele Schränke, die wir auf jeden Fall looten können. Ah, da kommt jemand von oben. Zwei kommen da von oben. Kann ich hier drin auch das große Ding verwenden? Weil immerhin habe ich, wie gesagt, einen Rückstoß bei dem Ding. Okay. Der ist abgehauen. Jetzt kommt er wieder. Nee, ich kann mich teleporten, so wie es ausschaut. Ich bin eigentlich nur auf die Seite gesprungen, aber anscheinend gab es dann einen Frame-Kick. Ja, damit Munition ist immer gut. So, dich kann ich zerstören. Dann kann ich auch mal schauen, was ich hier an Muni vielleicht einstecken habe. Oh, und bitte einmal Cola mit Bauchschmerzen. Dankeschön. Da ist nichts. Aber Schränke sind hier ja noch ewigst viel. Ist auf jeden Fall eine gute Loot-Position hier. Muss ich mal merken. So, hoffentlich kann ich mir dann auch merken, wo das Buch ist. Weil da werde ich ja wahrscheinlich mit Pittichen auch noch her müssen. Wenn wir das Koop weitermachen. So, schauen wir mal, was wir da drin haben. Dann nehme ich jetzt aber... Okay, jetzt wollte ich gerade sagen, ich nehme nicht alles raus. Und dann drücke ich doch wieder die falsche Taste. Ja. So, das da. Vielleicht liegt es... Oh, da sind ja noch mehr. Ich meine, die Munition kann ich definitiv brauchen, ne? Was ist denn das überhaupt für ein Poster hier seitlich mit einem Reifen? Immer schön brav den Luftdruck überprüfen. So, dann haben wir das. Ansonsten sind hier noch ein paar Betten. Und das war's auch schon. Dann denke ich mal, dass wir oben fündig werden, hoffe ich. Jetzt auf Anhieb sehe ich jetzt kein Buch. Aber ich meine, so groß ist dieser Fleck hier nicht, ne? Das passt schon, dann können wir ein bisschen was looten. Das muss ich halt dann ins Motorrad was reinpacken, wenn ich jetzt halt vorlauf. Notfalls schmeiße ich das Holz raus, weil Bäume kann ich immer wieder fällen. Aber ich wollte halt eigentlich nur los, um das Buch zu holen und jetzt halt nicht hier groß looten, ja, und jetzt bin ich wieder am Looten. So, was hast du drin? Na gut, die können wir ja mitnehmen. Oh, nett, komme ich da nach oben auch? Aber oben drauf ist nichts, ne? Vorne steht noch LKW, es sind noch Hütten. Oh, nimm halt. Glaube ich mal darum. Ich beachte jetzt mal die anderen Kameraden da nicht, die da noch in dem Zelt waren. Wir schauen mal ganz kurz auf die Map. Weil es muss auf jeden Fall irgendwo hier sein, in dem Bereich. Oh, vielleicht ist es da drin. Das kann natürlich auch sein.
Weil hier diese Container schauen mir nicht danach aus, als wäre da irgendwas drin. Die können wir auf jeden Fall zerlegen. Ich hoffe, ihr habt keinen Alarm. Mann, die halten aber auch was aus, hä? So, sollten die endlich mal den LKW hier zerstören? Klatsch. Das Ding ist, ja, genau. Dankeschön. Aber von da kommt keiner, ne? Okay, ich sollte mir trotzdem angewöhnen, dass ich hier draußen vielleicht eher mit der Nahkampfwaffe hier rumhandel. Hui, wo kommst denn du jetzt her? Eine Prinzessin ist auch da. Okay, na, jetzt kommen sie alle, ne? Stellt euch bitte mal in der Reihe auf. Warte, hier einmal genau. Hui. Da hinten kommt gerade nichts. Hui! Gehst du weg? Es geht schon. Na, komm, ich will dich den Kopf kürzer machen hier. Okay. Hey, das ist mein Zeug. Geht weg. Euren eigenen Hut holen. Gott, meins. So, liegt hier noch was? Nein. Ich habe noch einen Schreier gehört, aber... Ach da. So. Tu das mal weg. Nimm mal lieber doch die Knarre in die Hand. So, die kamen ja jetzt von da oben raus, ne? Kann mir gut vorstellen, dass dann das Buch eben hier oben irgendwo ist. Komme ich da rein irgendwo? Ne, ist alles zugegittert, ne? Aber hier ist auch noch ein Gebäude. Da könnte es natürlich auch sein, ne? Aber ich glaube, ich bin hier eher an der richtigen Stelle. Wir schauen das nochmal hier oben am Dach. Können wir bestimmt die eine oder andere Kiste noch zerlegen. Dann denke ich mal, bin ich hier mit der Nahkampfwaffe, das taucht mir, wenn ich im freien Gelände bin. Also hier oben ist sonst nichts weiter. Zu der Schüssel nach oben kommen wir nicht. Da müssen wir uns wenn dann hochbauen, aber das ist, denke ich mal, nicht Sinn und Zweck. Nimm mal die Knarre in die Hand. Wenn wir jetzt reingehen, das wird ein bisschen heikler da wahrscheinlich. Aber ich kann dich nicht zerlegen. Dich kann ich zerlegen. Ah, Bücherregale. Ist schon mal gut, ne? Bücherregale ist schon mal gut. So, wenn die alle zu der einen Tür rauskommen, ist es natürlich auch einfach. So, war's das?
Dann schauen wir mal die Schränke hier durch. Einer von den Kameraden steht noch da, der hat wahrscheinlich die Stellung halten sollen. So, hier ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Ganz viele Computersachen, die können wir dann zerstören. Hui, ich wollte gerade wegspringen. So, jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass das hier vielleicht liegt. So, Elektronik oder Kupferdraht brauchen wir ja eh. Oh. Warum laufen die alle über die Tische? Ah, Schreihals. Ja. Hast du ein Glück, ne? Aber das war's dann auch schon. So. Weiter, dann gucken wir mal ganz kurz, was wir da drin haben. Das nehmen wir mit. Schwert nicht. Ach, jetzt habe ich geklickt. Na, ist egal. Ein bisschen Platz ist ja noch. Die können wir ja zerlegen, die Sachen. Dann kriegen wir da wahrscheinlich auch Alubarren oder irgendwas raus. Das taucht mir. Jetzt haben wir schon 17 Uhr wieder, ne? Ich habe eigentlich gedacht, dass ich das alles locker, easy hinbekommen, schnell hin, das Buch direkt finden und dann wieder zurück. Aber durch das, dass ich das Buch nicht direkt finde, verleitet mich das natürlich. Ah, was haben wir denn da? Enzyklopädie für Munition. Okay. Ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich erwartet habe. Und vor allem ist das ja auch nicht das Buch, was wir brauchen. Es hatte irgendeinen anderen Namen, ich weiß bloß nicht mehr welchen. So, hier liegt aber sonst auch nichts mehr, ne? Schauen wir da noch rein. Das da, das da. So, was haben wir in dem Bücherregal? Baseballwissenschaften. So, und euch habe ich schon. So, jetzt seid ihr noch in der Mitte. Da gibt es noch einen Schrank. Nehmen, 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 nehmen. Schließen. Okay, also war es hier nicht. Dann kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht unten drin ist in dem Gebäude. Ja, vielleicht in dem. Weil das passt nämlich besser von den Koordinaten. Und da waren wir noch nicht drin. Oh, was können wir denn da handeln? Oh. Wenn du mir ins Schwert reinläufst, ich kann ja nichts dafür, ne? Hinter mir war ja auch einer. Der wird wahrscheinlich dann auch gleich kommen, oder? Ach nee, den habe ich ja. Upsi, lass mich mal weg. Genau, das da will ich nicht. Autsch. Alter. So haben wir aber nicht gewettet. Ich hoffe, du explodierst nicht. So. Einmal alles nehmen, einmal nachladen. Ich habe schon wieder 140 Munition einstecken. Das ist ja der Hammer. So, einmal bitte alles nehmen. Wir machen hier mal die Tür zu. Dann sind wir ungestört. Jetzt gucken wir mal nur nach dem Buch. Ob das hier eventuell ist. Da sehe ich es nicht. Da sind noch ganz viele Spinte. Spinte? Spinz? Kann
Kann ich dich durchs Fenster? Ja, aber wenn du durch die Tür gehst, ne? So, danke schön. Ah, nein. Jetzt habe ich schon gedacht, gehofft habe ich jetzt. Das kann ja wohl nicht sein, oder? Das kann ja wohl nicht sein. Wo ist dieses verdammte Buch? Ich meine, Platz habe ich noch, ne? Wir haben jetzt Enzyklopädie und Baseballwissenschaft. So, das haben wir. Wir haben sogar einen Soldatentrophäe. Ich habe ganz viele Waffen einstecken. Ich würde auch sagen, wir schauen mal wegen der Munition noch. So, ich hoffe nur, dass da keiner kommt. Weil ich schaue mich jetzt gerade nicht unbedingt um, ne? So, was haben wir hier drin? Auf jeden Fall Munition und Reparatur. Die Waffen brauchen wir nicht. Und hier ist auch kein Buch. So. Dann schauen wir in das andere Gebäude rein. Ah, doch, ich gehe unten rum. Ich möchte die Schränke noch durchschauen. Weil man die Munition ist definitiv gut. Vielleicht habe ich es auch übersehen, das Buch. Das kann ja auch sein, ne? Ja, durchsuchen bitte. Vielleicht liegt es da am Tisch und ich habe es nur übersehen oder so. Oder hier irgendwo im Regal. Oder seitdem das eine Buch da mal auf der Palette gelegen ist, rechne ich jetzt halt überall mit solchen Büchern. So, schauen wir da mal rein. Das nehmen wir mit. Hier ist aber... Oh, Spulen! Das ist natürlich super. Es sind nicht viele, aber das macht nichts. Alles nehmen. Nehmen. So, hier liegt auch nichts weiter. Die Dinge können wir zerstören. Kriegen wir vielleicht noch ein bisschen Plastik, wenn es gut ist. Eisenplatte und Gummi, das ist auch in Ordnung. Was fallen lassen? Nein. So. Dann. Wir waren jetzt in dem Gebäude, wir waren in dem Gebäude, wir waren hier oben. Tauben. Taubenfedern ist gut. Weil ich glaube, Taubenfedern brauche ich für ein Upgrade. Und ich habe keine Taubenfedern mehr. Iss mal was. Dann nimm gleich einmal noch einen Cola. Dann haben wir es gleich intus. Tja, dann wird es wahrscheinlich hier drin sein. Vermute ich jetzt mal. Hier jetzt auch wieder geplant reinstürmen. Buchschnapp, rausstürmen. Und tschüss. So. Aber ich kann hier bei der Munition einfach nicht nein sagen, ne? Das ist klar. Machen wir mal zu, dann sind wir ungestört. Da vorne ist hier nochmal Spulen. Das heißt, ich werde jetzt dann Waffen wahrscheinlich rausschmeißen. Weil die brauche ich auf keinen Fall. Die nehmen eigentlich nur immer einen Platz weg. Und wenn ich sie zerlege, geben die ja auch nur ein einziges Eisen. Okay, also. Raus. Alles, was irgendwie nicht besser ist. Gut, dann können wir nämlich hier alles nehmen. Oh, ist hier niemand? Boah,
Oh, hier gibt es hier viele Schränke. Das ist ja ein Loot-Paradies hier. Da ist aber auch kein Buch. Verdammt. Habe ich das vielleicht schon und ich weiß es nicht, aber ich war hier nie. Ich war hier kein einziges Mal, um irgendwas zu looten. Außer ich habe die Koordinaten für irgendwie nicht richtig lesen können. So. Gut. Gebt mir euer Zeug. Gleich mal nachladen dann auch. Dankeschön. Dann schauen wir mal die Schränke hier noch durch. Es sind zwar immer nur so einzelne Patronen, aber es summiert sich, ne? So, euch lasse ich dann noch auf der Sonnenterrasse rumhängen. Und gucken mal, da vorne liegt auch irgendwas am Tisch. Vielleicht ist das das Buch. Nein, ist es nicht. Schade. Ach, verdammt. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall mal den Forschungstisch aufbauen und dann nochmal nach den Koordinaten gucken. So, also hier ist nichts. Den Schrank schauen wir noch an. Das da, das da. Ich glaube aber jetzt nicht, dass das da draußen ist auf dieser Terrasse. Steht noch einer hinter der Tür versteckt, ne? Gut. Einmal alles aufheben, danke. Da haben wir eine Kiste. Sind die Exer so platziert? So. Jetzt haben wir hier noch was, ne? Jetzt können wir mal gucken. Wir können jetzt einmal den Schrank aufbauen. Den Schrank. Den Forschungstisch. Das Material sollte ich eigentlich einstecken haben. So, hier bauen. Zack. So, dann schauen wir nochmal. Und zwar war das der Meisterchemiker, leitender Chemiker. Da braucht... Ah, Enzyklopädie für Munition, das war sogar das. Okay. Sorry. Moment, das hättest du ja eigentlich gleich lernen können, ne? Forschen, das machen wir nämlich einstecken. So, Meisterchemiker können wir sogar so erlernen. Na, das ist doch genial. Frieden von Nobel 38267. 38.2 und 167. Das wäre ja dann hier drüben. Oh Gott, hier mitten in der... Irgendwo hier. 167... 38.2, also irgendwo hier. Hm. Okay. Mal abbauen ganz kurz. So. Was haben wir hier? Militäruniform, gewöhnlich. Wenn sie Militäruniformen tragen und sich im Gebüsch verstecken, ist es schwierig, mit bloßem Auge zu unterscheiden. Okay, das ist neu. Kugelsicherer Helm. Es hält keine Kugeln auf. Tja, für was ist denn kugelsicher, ne? Was wollte ich jetzt da? Das Cola wollte ich wieder reintun. So, Dankeschön.
Okay, dann haben wir das Buch jetzt und die Forschung haben wir. Das heißt, wir können eigentlich dann auch zurückgehen. Oh, sorry. Ich hätte jetzt gedacht, den Sprung kannst du locker wegstecken. So, da vorne muss irgendwo unsere Maschine stehen. Weil dann düsen wir nämlich jetzt zurück. Und ich denke mal, dass wir dann zum spätestens nächsten Mal dann auch die das Dingensen laden können. Also die Railgun. Und das Ganze dann noch bevor es abgeht mit Welle und so weiter. Oh, nice. Ja, damit. Den Luftfilter brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da haben wir welche. So. Einmal drauf und einmal zurück. Na, da habe ich wohl noch einen Studenten entdeckt. Ich hoffe, dass ich mir den noch krallen kann. Runter da. Oh, yes, danke schön, weil dann habe ich nämlich noch Forschungsmats. Ich hoffe jetzt nur, dass ich die irgendwie noch mit unterbringe in meiner Tasche. Hat mich sonst noch jemand gehört? Nein, gut. Mal ganz kurz in die Tasche gucken. Dann schmeiße ich jetzt das Huhn raus. Ich schmeiß das eine Schießpulver raus. Gucken wir mal. Können wir das nehmen, alles? Inventar ist voll, okay. Diplomarbeit nur eine einzige. Das ist natürlich blöd, ne? Oh, da haben wir nochmal eine Trophäe. Was kann ich noch rausschmeißen? Habe ich hier noch... Ja, Schwert. Ich brauche kein Schwert. Ich brauche auch den Anzug eigentlich nicht, aber jetzt möchte ich mal gucken. Gespräche des Konfuzius. Komm, ich schmeiß die Sachen raus hier, das ist mir egal. Die kürzesten Dankers der Welt. Okay. Alles klar. Schaue ich dann zu Hause durch, würde ich sagen. Alles klar. Leute, ich würde jetzt halt quasi zurückfahren und dann ein bisschen das Zeug verräumen. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder, wenn wir das dann alles vorbereiten bezüglich der Railgun. Da bin ich nämlich schon sehr neugierig drauf, wie die funktioniert. Die macht wahrscheinlich mächtig Schaden. Und würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und wenn euch der Part heute gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.